Dieses Bild ist etwas Besonderes. David Lehmann malt es für seine Absolventenprüfung. Es geht mir um reine Malerei. Ich hatte früher immer ganz präzise Bilder im Kopf, habe die skizziert und bearbeitet und bin damit irgendwann in einer Sackgasse gelandet. Den Weg aus dieser Sackgasse hat der 25-jährige Cottbusser an der Universität der Künste in Berlin gefunden. Hier studiert er seit 2009 in der Klasse der renommierten Schweizer Künstlerin Valerie Favre. Sie riet ihm, sich auf die reine Malerei zu konzentrieren. Ich fange mit einer relativ losen Idee an, habe das Bild in der Horizontalen und beschütte es mit Gouachefarben und mit viel Wasser, lasse das austrocknen und nehme es dann in die Vertikale und schaue, was dort passiert und stürze mich hinein sozusagen, lass mich überraschen, herausfordern und begeistern von dem reinen Medium Malerei. An der Uni können die Studenten die Klassenräume rund um die Uhr als Atelier nutzen. David Lehmanns Klassenraum ist einer mit Ausblick in den Hof. Dort ist er aber nur selten anzutreffen. Meist malt er im Atelier. Und zwar an mehreren Bildern zugleich. Ich war mal beim Jiu-Jitsu 2 Jahre lang. Und wenn man dort eine Prüfung im höheren Rang macht, da kommen mehrere Männer auf einen zu. Und das nennt man Randori. Und das ähnliche Gefühl habe ich hier eigentlich auch, dass ich von den Bildern quasi umzingelt bin und mich konzentriert um jedes Bild kümmern muss. Und es überwindet auch den Fakt, dass ich mich bei einem Bild schnell langweile. Bevor er an der Universität der Künste angenommen wurde, hat sich David Lehmann nach dem Abitur 2 Jahre lang in Cottbus als Autodidakt mit Malerei beschäftigt und mit Philosophie. Dass er Künstler sein wollte, wurde ihm früh klar. Ich war einfach als Kind schon immer ganz instinktiv begeistert, wenn wir in Dresden in der Sammlung der alten Meister waren. Das war für mich einfach wunderbar. Und gezeichnet habe ich schon immer, schon in der Schule, regelmäßig, stundenlang. Und irgendwann kam mein Freund von mir zu mir und hat mir so ein Buch gegeben und meinte, das wäre was für dich. Und das Buch handelte von Otto Dix und das war eigentlich so der erste, mit dem ich mich richtig beschäftigt habe. David Lehmann befasst sich nicht nur mit bildender Kunst. Im Moment lernt er Drehbuch schreiben und arbeitet an einem Kurzfilm, dessen Plot noch nicht verraten wird. Dieses Bild ist eine Skizze dafür. Arbeitstitel: Erdbeeren so groß wie Elefanten. Viele Projekte. Dieser Sommer ist für David Lehmann ein stressiger. Die Prüfung steht an und außerdem ist noch eine große Ausstellung der Uni der Künste und der Kunsthochschule Weißensee in den Berliner Uferhallen vorzubereiten. Der 25-Jährige hat dafür Kaltnadelradierungen angefertigt, die er durch Malerei ergänzen will. Die Frauenköpfe sollen zu einer Collage zusammengefügt werden. Mitten in diesem Trubel kommt die Nachricht vom Brandenburgischen Förderpreis für junge Künstler. Und dann hagelte es einfach E-Mails und Termine mit Presse, Film und so weiter. Ein Jahr an der Uni hat David Lehmann noch vor sich und sein nächstes Ziel vor Augen. Er will Meisterschüler bei Valerie Favre werden.